Willkommen zurück zu Sonic Adventure DX in der Tails Story. Wir sind von Sonic jetzt getrennt worden, nachdem wir versucht haben, auf das Egg Carrier zu steigen gemeinsam. Und ja, jetzt gucken wir dumm aus der Wäsche. Das ist alles. Wo soll es lang gehen? Ja, dann gehen wir halt mal direkt in den Dschungel, oder? Schwierig ist gerade gut genug für mich. Haben wir in der Sonic Story gar nicht gesehen, dass diese Lore, dieser Waggon, uns in den Dschungel führt. Wir waren zwar dort, aber indem wir abgestürzt sind. Da ist er, der Dschungel. Und der ist halt wirklich komplett, ja. Also man kann nichts erkennen, irgendwie. Und jeder Gang sieht gleich aus und so. Sollen wir hier reingehen oder was? Boah, ich habe keine Peilung mehr. Hoch können wir auch nicht. Da hinten Eggmans Basis ist auch nicht da. Ja, hier wird nicht einfach irgendwo ein Ding rumliegen. Das geht nicht. Basis ist gar nicht da. Hier am Ende der Sonic Story, der aufgetaucht ist. Ach komm, wir müssen zwei so blöde Dinger finden, oder was? Nee. Nee. Da habe ich ja Besseres zu tun, ey. Oh. In diesem blöden Dschungel. Und das sind noch so eklige Verstecke. Ich erinnere mich, das war ein ganz widerliches Versteck. Da sieht man die Mauer nicht und so ein Kram. Oder der Chaos Emerald, der da liegt. Wow, there's a Chaos Emerald. Froggy! Hey, wait up. Stop. Okay, habe ich mich geirrt. Es ist Froggy, der hat was mit Big zu tun. Und was ist das hier? Ja. What the hell? Ah, ein Tails-exklusiver Level kommt jetzt. Den mag ich sogar. Es wird wieder geskatet. Sehr chill. Okay, Subgame, aber trotzdem. I like it. Yeah, na, na. Doch, wir müssen gar nicht durch die Dinger durch. Meine Herren, hier dürfen die Bugs auch gerne mal aufhören, weil... Halleluja. Gut, ich bin gespannt, was hier noch alles kommt. Ah, ich habe gedacht, da müssen wir so zwei Dinger finden. Müssen wir auch irgendwie irgendwann, oder können wir? Ist das eine der optionalen Embleme oder hat es mit irgendeiner Story zu tun? Naja. Knuckles ist ja der Sucher schlechthin. Müsst ihr wissen. Knuckles seine Aufgaben bestehen immer nur daraus, suche und suche und suche und finde. Bestenfalls noch. Krasse Kombo hier. 14. Verpasst, aber zählt noch. Unten ist auch schon das Ziel. Und was kriegen wir? Nix. Episches Skateboard mit Tails-Schwänzen drauf. Wo ist denn das auf einmal aufgetaucht? Hat er in seiner Hosentasche gehabt, was? Nun ja. Sehen wir mal weiter. Ah, die Reise in die Vergangenheit. Gerade jetzt, wo wir Froggy hatten. Den Frosch haben wir in der Sonic-Story ja gesehen. Dass der für Chaos auch irgendwie was bringt. Also diese Vergangenheitsreisen, die muss ich selbst noch auf die Reihe kriegen. Bei Sonic war es so, wir sind an einen Brunnen gekommen und da war Tikal und die ganzen verletzten Chaos. Und ich glaube, mit Tails sind wir noch weit in der Vergangenheit. Das hier sind die Echidnas. Die ausgestorbene Rasse von Knuckles. Sieger sollten sich nichts einbilden. Und jeder schwitzt irgendeinen Mist. Ich hatte in meinem Leben noch nie Angst. Gibt es jemanden oder irgendetwas, das mir Angst einflößt? Suche nach Hinweisen. Hallo? Ja, okay, du hast auch noch nie Angst. Ja, Gott. Gibt's schon zwei Sprachfiles, oder was? Was sagst du denn zum Beispiel? Wir sind so aufgedreht! Oh ja, ihr tut hier absolut... Oh Gott, ihr seid so am Upburn. Müssen wir mit dir reden? Hallo? Unser Häuptling heißt
Parakakamak. Paschakamak. Er ist furchtlos, mutig, verwegen. Mit ihm sind wir unverwundbar. Wir verdanken alles Parakamak. Ja. Also aus der Gegenwart wissen wir, dass nur noch Knuckles lebt, ne? Ist klar, ne? Was ich damit sagen will. Der unverwundbare, epische Parakamak. Epische Aussicht. Achso, wir befinden uns immer noch im Dschungel. Es ist ja auch dieselbe Dings, ne? Wie... Merke ich jetzt erst, oder? Es ist dieselbe, wie im Dschungel steht. Ja, natürlich, oder? Da ging es so hoch. Ja, ja, das ist dasselbe, wie im Dschungel steht. Also das ist der Dschungel vor 100 Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Ach, Tails. So, irgendetwas müssen wir tun. Mit irgendeinem reden? Ich glaube, der, mit dem wir geredet haben, war schon richtig. Da kommen Quallen. Was ist das denn? Nichts Besonderes, ich dachte. Ja, tschüss. Wir können tatsächlich gehen. Hä? Hallo? Ah, und jetzt sind wir. Okay, das hängt zusammen. Das ist der Brunnen, den wir mit Sonic gesehen haben. Der war aber komplett zerstört. Und hier ist der Master Emerald und die Chaos Emeralds. Ihr seht's. Gut, alles noch friedlich. Mit Tails sehen wir eigentlich alles nur, wie es normal und friedlich ist. Nur wir müssen halt selbst uns die Geschichte auf die Reihe bringen, was eigentlich passiert ist. Schlimmes oder Gutes. Mit Sonic haben wir schon relativ das Ende gesehen. Und wer ist dafür verantwortlich? Liegt natürlich auf der Hand. Chaos. Und erst wenn man das auf die Reihe kriegt, lohnt es sich wirklich, die Final Story zu spielen. Okay. Gut, ich habe genug gesehen. Können wir jetzt wieder zurückgehen, bitte? Vielleicht so eventuell? Waren die Lichter eben schon da? Die sehen so komisch aus. Ja, Mann, du hast mich doch vollgequatscht. Was ist los jetzt? Hi. Ah, okay. Ja, wo ist denn der gute Mann? Also, irgendwo müssen wir hin. Hallo. Guten Abend. Wie viel Uhr ist es? Wir müssen diskret vorgehen. Aber oft handeln wir anders. Alles klar. Alles klar. Okay, irgendwo muss noch einer sein, der nur da steht. Du nicht, aber trotzdem. Hey, pass auf, geh mal aus dem Weg! Ist ja gut, ey. Der 50 Cent unter den Echidnas. Naja. Da, 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 da. Hier sieht's noch ein bisschen mystisch aus. Da steht noch einer rum. Ja, ja, hi! Die Häuptlingstochter liebte ihre Großmutter so sehr. Das Land war kleiner, als die Großmutter noch lebte. Aber der Häuptling wollte sein Reich vergrößern. Nach dem Tod der Großmutter begann er seine Feldzüge. Er war erfolgreich. Bald eroberte er ganze angrenzende Gebiete. Aber der Tochter gefielen die Taten ihres Vaters nicht. Das sind Tikal und Parakamak. Okay, ist schön, da haben wir wieder was gelernt und jetzt können wir ja wieder in die Gegenwart zurückkehren, oder? Was haltet ihr? Was denkt ihr, meine lieben Ameisenigel? Fragt sich nur, wie? Wenn ich dahin gehe, dann komme ich ja zurück zu dem Emerald. Meine Herren. Werde ich bald schneiden. Ah, da ist... Oh. Alles klar. Darum ging es, eine Fähigkeit. What the hell? You found the Rhythm Badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. Was? Ach so. So oder was? Wahnsinn. Und tschüss mal, Knacks, 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 yeah! I destroy you all! Können wir jetzt zurückgehen? Ich krieg einen Krampf, Mann, was soll denn das? Aber Moment mal. Nee, nicht ganz, egal. Ja, hallo. Hallo.
Ich wollte gern in meine Zeit zurück. Na gut, in jeder Ecke scheint was zu sein. In der Ecke, in zwei Ecken ist einer, der uns voll labert, und in einer Ecke ist eine Fähigkeit. Und dann haben wir die Ecke hier noch nicht unter die Lupe genommen. Na, haben wir eigentlich, ne? Das haben wir eigentlich doch getan. Ja, langsam regt's auf. Also wenn ich nichts mehr finde, dann muss ich halt wirklich schneiden, weil ihr wollt ja auch nicht hier fünf Parts lang sehen, wie ich hier rumgurke. I have forgotten, was hier los ist. Oder was ich hier machen muss. Hallo. Jetzt muss irgendwo einer stehen. Da zum Beispiel. Hello there, friend. How are you? What were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the seven chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number seven is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal, and you are? Meine Herren, gute Sache, also der Spruch, den Tikal gebracht hat, das ist derselbe Spruch, der in Sonic Adventure 1 und in Sonic Adventure 2, und das sollten wohl einige von euch auch kennen, auch gebracht werden muss, wenn man den Master Emerald beschwört. Schöne Randanekdote, und wir jumpen jetzt mal ganz gechillt hier hoch. The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. So, here it goes. Emerald, do your stuff. Ready, Sonic? Here I come. Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. Und damit sollten wir jetzt wieder auf Sonic treffen und den abholen. Am Red Mountain.
So, eine schöne Sache, Sky Chase Act 2. Allerdings läuft die Zeit wieder davon. Ich würde sagen, den Level machen wir im nächsten Part und dann sind wir auf dem Egg Carrier und alles neigt schon wieder dem Ende zu. Wird eine gute Sache, freut euch drauf. Ich find's nice, wirklich. Also gut, bis dann und ciao.